Ja, wir hängen jetzt hier beim Frank im Baum. Daniel! Mit ungefähr, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5 Leuten. Der Gerd ist wieder abgestiegen. Der kommt aber gleich wieder hoch. Und ich habe gerade meinen Akku fallen lassen und der ist weg. So eine Scheiße! Von meiner neuen Kamera! So. Ja, hast du das Ding gefunden? Nee, ne? Ja, okay. Ja, wir befinden uns jetzt hier in circa 50 Meter Höhe. Der Baum fliegt Nachwuchs hier. Am besten Robben auf dem Ding, wie so eine Robbe. Oder wie ein Faultier hängen, das geht auch ganz gut. Ja klar, das geht auch, aber ich glaube, da ist etwas kurz für, oder? Wow, gleich ist sie hier. Die Kajak klettert in den Außenastbereich des Baumes. Hier in ca. 100 Metern Höhe, wo die Luft schon etwas dünn wird. Ja. Ist sauber. Womit sicherst du da? Was hast du da zum Sichern? Grigi oder? Ja, wahrscheinlich, weil ich hier stehe. Ey, Gaia, super! So, ja, wenn ich aus dem Weg gehen soll, sagst du Bescheid, ne? High five! Was ist denn los? Ist dir wehgetan, oder was? So, jetzt muss ich mal eben die Namen einfangen. Das ist der Thorsten. Das hier ist der Gerd. Das ist der Frank. Wo ist er? Da ist er. Die Kaya hatten wir schon. Und da oben ist der, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen. Der Ralf, genau. Ja, und das hier ist der Daniel. Boah, jetzt hat er irgendwie so nah rangezoomt, dass man nur die Nasenhaare sieht. Ja, da ist er. Ja, das ist das offizielle Tree Climber EU-Treffen hier in Wermelskirchen. Unterabteilung Wermelskirchen. Genau, Sektion Wermelskirchen. Aber schon Climber EU. Ein Bild. Wo willst du hin? Ein Bild stellt bei Uhren. Genau. Hast du? Ja, und noch ein Kieferkaja. Noch ein Kiefer, das hast du schön dich umlenkt und in den einen Ast. Ja, genau. Ja, ich und den Thorsten? Die Thorsten? Ich dachte, Kinderarbeit wäre verboten hier. Ja. Aus, Ruhe. Totholz hinein. Das war der Gerd. Der Gerd ist... Der Gerd ist auch vom technischen Aufsichtsdienst, aber als Maulwurf. Unsere Fachfrau für den Pfeilastbereich. Ja, und ich hoffe, dass ich meinen Akku wieder finde. Moment, das muss ich filmen.
auch eine sehr interessante Frage hier vom Angestellten Thorsten. So, und jetzt werden wir gleich mal ein paar brutale Schwünge durch den Baum zeigen hier. Hoffentlich. Vom Herrn Reinwald. Und Fahrrad läuft besser, oder? Rudi? Ach, wir haben den Namen wieder vergessen. Ralf! Ralf! Oh, scheiße. Läuft besser so, oder? Ja. Kann man schön kurz stellen. Ja, vor allem klemmt der da manchmal nicht so richtig gut, ne? Ich finde den auch bedenklich, den Waldo, also. Aber das kommt auch ein bisschen auf die Seilkombination an, glaube ich. Natürlich. Das ist ja auch ein Ober, der ganze Knoten macht. Und je nachdem, wie lange du den bindest, ist das komplett anders. Ja, die Länge. Ganz anders. Mal ein Setup hier gerade. Ewig. Und dann hier mal ein bisschen, und dann da mal ein bisschen. Ah ja, dann müssen wir entscheiden. Runter, runter. So, der Rudi wird jetzt mal hier zu mir rausklettern. Leider nicht. Oh. Der Rudi, der Ralf Heinz, oh, ja. Ralf, kann ich wieder entschloten, kein Problem. Ja, wie macht's jetzt? Soll ich die einschneiden? Feuer! Ja. Ängste und Eier? Nee, das geht nicht. Ja, das ist der Gerd, der befindet sich jetzt ungefähr in 200 Metern Höhe. 220. 220? So, jetzt aber, alter Verwalter. Der Herr Reinwald. Gut, Herr Reinwald. Oh, der Herr Reinwald. 80 Grad hier, ich sehe schon. Schade, das sind auch nicht. Hast du da einen Waldo Teng dran? Ach, das ist der, der jetzt im neuen Freeworker-Katalog stand. Nee, wie hieß das Ding noch? Im Kletterblatt, ne? Vom Lingens. Ach ey, das ist der Herr Reinwald, das ist ja der Wahnsinn. Als nächstes wird der Herr Reinwald sich komplett von seinen Sicherungen lösen und einen Base Jump. Nee, war Spaß. Einen Base Jump auf den nächsten Ast machen. Bitte? Ja, der, vor allem ist er schön eingewachsen. Der ist total stabil, du kannst dich schön festhalten und gemütlich stehen. Auf den musst du raus, der wackelt schön hier. Ja, mal gucken, ob wir den Frank wieder einfangen können mit der Fangkamera. Jo. Okay.
So, der Frank zeigt uns jetzt die absolut wahnsinnige Methode des Rope-Walkens. Kaya, pass auf, da steht ein Urpilz auf dem Dings. Du wolltest gerade hochklettern, ne? Da steht eine Bierflasche drauf, deshalb. Oben in dem. Auf diesem Tumor steht eine Bierflasche drauf, deshalb pass auf. Sag, ist da deine Prusikreine in der Werkzeugkiste oder was? Welches? Das, was ich wieder auf Kurs hatte. Ich glaube ja. Muss er da aber wieder ablenken dann, ne? Gerät, pass auf, da steht die Bierflasche noch. Ja, musst du nicht. Das hat genau die richtige Länge. Bitte schön. Einmal voll. Wo bleibt der Kommentar? Ja, musst du kommentieren. Ja, Sie sehen jetzt den Gastgeber des diesjährigen Wermelskirchener Klettertreffens Akku verlier. Auf der Suche nach dem verlorenen Akku. Arschloch. Gerade. Der Suche nach der ultimativen Aufstieg. Ja, jetzt Achtung, jetzt muss ich gucken, dass ich hier. Jetzt. Ohne Hände. Jetzt bin ich am richtigen Seil. Freihändig. Hände weg. Jetzt voll Speed. Full Speed? Das ist geil. Das ist ja Wahnsinn, oder? Ansteigen. Ja, dann wie die Eichhörnchen. Ja. Sei deine andere Firma. War ein lauter Schuck. Alter Verwalter, und schon ist er oben. Und hat einer gestoppt? Nee, komm, frag nochmal, hat keiner wir gestoppt. Haben die, wir haben nicht gestoppt. Wir haben die Zeit nicht genommen. Komm doch mal runter. Ich muss mal eben den knackigen Arsch vom Frank ranzoomen, oder? Der Baumpfleger-Arsch. Ja, das ist auch ein Vorteil des Berufs. So, haben wir eben die Bierkiste ranzoomen.